Hallo ihr an den Raketen, ich bin's wieder, euer Markus, seid ihr grüßt. Und heute geht es um das Thema Social Signals und die Frage, wie sehr beeinflussen diese dein SEO? Viel Spaß beim Video. Hallo und herzlich willkommen. Was sind Social Signals und wie sehr beeinflussen diese letztlich dein SEO? Das erste, was ich dir schon mal vorweg sagen kann, ist, bei den Social Signals geht es natürlich Facebook, geht es um Facebook, Instagram und Co. Aber es geht letztlich nicht darum, ob du in den Profilangaben deine Webseite verlinkt hast, sondern hier geht es um die Interaktion unter deinem Post, um es ganz vereinfacht auszudrücken. Das heißt, es geht ums Teilen, ums Liken und ums Kommentieren. Die Netzwerke an sich sammeln diese Daten erstmal intern. Ja, um diese für sich auszuwerten und zu analysieren. Natürlich ist das Liken und das Kommentieren genauso wie das Teilen netzwerkintern sehr, sehr wichtig für die Reichweite. Das Teilen aber spielt auch ein Stück weit für dein SEO eine Rolle, was für dich letztlich bedeutet, dass die Social Signals kein direkter Ranking-Faktor ist oder sind. Bedeutet also, das Liken und das Kommentieren hat keinen direkten Einfluss auf dein SEO. Ist aber von der Gewichtung her auch ein Stück weit unten angesiedelt. Dennoch ist es wichtig. Das Teilen hat von der Gewichtung her ist schon etwas höher und spielt natürlich auch für Google eine Rolle. Warum? Hier musst du letztlich deinen Weitblick öffnen. Ja, wenn du einen Post oder einen Blogpost letztlich bei Facebook postest, er wird, sagen wir einfach mal, 20 Mal geteilt, dann steigt natürlich deine Reichweite auf Facebook. Zudem muss aber auch bedacht werden, dass jedes Mal, wenn dieser Beitrag geteilt wird, die Wahrscheinlichkeit steigt, dass du einen Backlink bekommst. Ja, netzwerkintern ist es natürlich ein Backlink mit jeder Teilung, die du hast. Natürlich kommt es aber dann letztlich auch auf die Zielgruppe drauf an oder auf die Menschen drauf an, wie sie auf deinen Beitrag reagieren. Es kann zum Beispiel passieren, dass du Menschen erreichst, die extrem begeistert von dem Content sind, die dann letztlich auf deine Webseite kommen und andere Beiträge von dir verlinken. Und das lässt letztlich die Anzahl deiner Backlinks steigen. Und wie du in meiner Reihe bis jetzt erfahren hast, sind diese Backlinks extrem wichtig für dein SEO. Also, das Teilen sollte natürlich immer dein Ziel sein. Warum ist dieser Ranking-Faktor zum einen ein direkter? Das haben wir gerade geklärt. Und warum setze ich ihn in Klammern? Ganz einfach, hier ist es halt letztlich ein leichtes, diese Daten zu manipulieren. Und warum? Du hast zum Beispiel die Möglichkeit, wenn du mit einer Fanpage arbeitest, deinen Post entweder direkt zu bewerben oder eben als organischen Post zu bewerben. Das heißt also, du kaufst dir Likes, Kommentare und natürlich auch das Teilen. Ja, wobei, wie gesagt, das Teilen hierbei der wichtigste Part ist. Und dennoch sind diese Daten eben durch das Kaufen oder das Bezahlen oder das Schalten von Werbung, sind diese Daten natürlich ein Stück weit manipuliert, weil du eben Geld ausgibst, um mehr zu bekommen. Und von daher ist dieser Ranking-Faktor nicht nur ein indirekter, sondern wird auch ein Stück weit in Klammern gesetzt. Jetzt wirst du dir natürlich die Frage stellen, lohnt dann die Arbeit überhaupt? Ist es überhaupt wichtig, mit den sozialen Netzwerken zu arbeiten oder überhaupt ein Stück weit Obacht auf die Social Signals zu geben? Ja, ist es. Warum? Wenn du dich mit deinem Blog zum Beispiel nur auf Google konzentrierst, das heißt wirklich nur mit Google arbeitest, natürlich kannst du eine ganze Menge Menschen erreichen. Du erreichst auch Menschen mit deinem Content im richtigen Augenblick, weil wenn sie nach einer Lösung suchen, dich finden, du letztlich die Lösung bietest, dann hast du in dem Fall natürlich alles richtig gemacht. Aber sich nur auf Google zu konzentrieren, wäre hier der falsche Weg, die falsche Strategie, weil du über die sozialen Netzwerke erstmal zum einen natürlich komplett anders kommunizieren solltest und musst, aber genau diese Art der anderen Kommunikation wieder Menschen anziehst, die du zum Beispiel über Google nicht erreichst. Andersrum ist es natürlich genauso. Über Google erreichst du zum Beispiel Menschen, die du vielleicht bei Facebook nicht erreichst, die du bei Insta nicht erreichst. Und dennoch ist es der falsche Weg zu sagen, okay, ich nehme nur einen Weg, ich nehme nur diesen schmalen Part der Suchmaschine und du lässt das Riesenpotenzial der sozialen Netzwerke liegen. Von daher ist es sehr, sehr wichtig, wenn du mit deinem Blog oder deiner Webseite arbeitest, dass du dich wirklich so breit wie möglich aufstellst und
so viele Netzwerke, wie es dir letztlich gut tut, nutzt, um deine Blogbeiträge zu promoten, zu verbreiten, um natürlich mehr Menschen zu erreichen. Natürlich, und das habe ich auch schon in meinen letzten Beiträgen gesagt und auch schon bei den Grundlagen zur Webseite gesagt, wenn du den Traffic generierst oder wenn du den Traffic jetzt allgemein siehst, dann wird der größte Part immer über Google kommen. Ja, das heißt also, über die sozialen Netzwerke wirst du erst dann sehr, sehr viele Menschen erreichen oder sehr, sehr viele Menschen auf deine Webseite ziehen, wenn du erstens eine große Community hast, diese Community dir vertraut und deine Blogbeiträge natürlich gerne liest. Ja, weil sie wissen, dass sie bei dir immer interessanten Stoff bekommen, immer eine kleine Hilfestellung bekommen oder eben eine Lösung für ihr Problem bekommen, dann kommen sie natürlich gerne auf deine Webseite und dann steigt natürlich auch der Traffic über die sozialen Netzwerke. Aber um das Ganze jetzt hier mal ein Stück weit zusammenzufassen, es ist wirklich wichtig, nicht nur mit der Suchmaschine zu arbeiten, sondern auch mit den sozialen Medien, die Social Signals, sind zwar ein indirekter Faktor, der noch ein Stück weit in Klammern steht, dennoch sind diese Signale sehr wichtig, auch für Google, letztlich auch für dein SEO. Und von daher ist es sehr, sehr wichtig, dass du auch mit den sozialen Netzwerken arbeitest. Wie viel du letztlich nutzt, das obliegt komplett dir. Ja, ich würde das aber dennoch nicht komplett ausschließen, weil Facebook und Co. wirklich ein Riesenpotenzial bieten, Menschen zu erreichen, die du zum Beispiel über Google nicht erreichst und umgedreht eben genau das Gleiche. Ja, ich hoffe, dir hat das Video gefallen. Ich hoffe, dir haben die Tipps gefallen. Wenn das so ist, dann lass mir einen Daumen da, denn der tut nicht weh. Wenn du mehr von mir erfahren willst, mehr Videos von mir sehen willst, dann abonniere meinen Kanal, aktiviere die Glocke, denn dann wirst du benachrichtigt, wenn ich ein neues Video online stelle. Ich wünsche dir nun ganz, ganz viel Spaß beim Blogbeitrag lesen, ganz, ganz viel Spaß beim Wissen aneignen und denk immer dran, angewandtes Wissen ist gutes Wissen. Ich bin durch, bin raus. Sei gegrüßt, dein Markus. Das war mein Video. Social Signals. Sind Insta und Co. relevant für dein SEO?